So, es geht weiter. Ich habe jetzt eben gerade auch mal ganz kurz nachgegoogelt, warum es abstürzt. Es scheint ein Raytracing-Problem zu sein. Ich habe es immer noch an. Ich gucke jetzt mal, ob ich das Raytracing-Problem habe. Wäre dich unbemerkt Feinden, um sie geräuschlos auszuschalten. Wie sicher ist Ihr Zuhause bei einem Erdbeben? Sie halten das vielleicht für eine seltsame Frage, wenn Sie nicht gerade in Kalifornien leben. Aber da täuschen Sie sich. Erhöhte seismische Aktivitäten in den gesamten Vereinigten Staaten betreffen in den letzten 3 Jahren Rauchgegenden. Wir sehen eine ernsthafte Bedrohung durch Erdbeben. Ich glaube, hier antwortet keiner mehr. Jetzt muss ich mal gucken, ob er mit Raytracing, weil sehr wie schade. Also ich meine, das ist eine Remastered-Version. Und ich habe eine Raytracing-Grafik, habe ich Raytracing nicht abschalten müsste. Jetzt wär, ich würde es machen, klar, dann wirst du durchspielen können, aber es wäre ein bisschen schade. Deswegen gucke ich auch mal, wenn das immer noch anfällt, war es auch immer Pech. Kann ja auch mal sein, ne? Kann ja mal Pech sein, dass man ein Spiel abstürzt. Muss ja nicht immer ein Bug sein. Ein bisschen positiv denken. Ich guck mal. Ich will ungern Raytracing ausschalten, weil irgendwie. Weiß ich nicht, ungefähr so. Ah, danke. Freigegeben. Guckst du im 4K-Film auf dem Halbhard-Fernseher? Beginne automatische Systemabschaltung. Brich die Sicherheitstür auf. Ja. Und. Mal kurz. Maximale Stärke. Oh! Oh! Persona non grata. Okay. Persona non grata, okay. Das sind wohl die Seth. Jetzt ich mal, weil Property habe ich Seth genannt. Oder sind das die Soldaten, die Seth? Ja, sind die Seth, ich hab keine Ahnung, wer ist. Oh, was habe ich denn hier? Da das Ding Visier. Auch nicht. Wer hat den nächsten Visier? Suchen. Mit der Verbindung zum Anzug ist gerade irgendwas Größeres passiert. Völliger Zusammenbruch. Steht wieder, glaube ich, aber Sie sollten schnell herkommen. Alles fällt auseinander. Infektionen überall, arme Schweine. Und Cell will wohl alle keulen. Außerdem tauchen noch die SAP auf. Bleiben Sie in der U-Bahn. Das ist sicherer als die Straßen. Hoffentlich haben Sie die Marines mitgebracht. Finde den Eingang zur U-Bahn. Wir sind ein richtiges Arschloch eigentlich, ne? Weil der redet mit uns, hat voll Angst und wir sagen einfach nix. Ah, okay, das Spiel ist noch bei zweite Chance. Yeah. Hochfahren, runterfahren. Hochfahren, runterfahren. Hochfahren, runterfahren. Toll, das ist richtig cool. Oh, das war eine Lieblingssendung. Oh ja, sogar mit zwei Bildschirmen kann ich sie gucken. Ah, geil. Ah, spannend. Die tollen Hauptdarsteller. So. Scheiße. Evacuation. Was? Evacuation Post. Okay. Ah, warte, wo komme ich nicht? The Drugstore. Pharmazie, also eine Apotheke. Ja. Ist der Hinterausgang? Ja. System Override. Maximale Panzerung. Panzerung verändert die äußere Hülle des Nanos, um Schaden zu absorbieren und die Überlebenschancen des Agenten im Kampf zu steigern. Der Panzermodus verbraucht Panzerenergie. Die Überlebenswahrscheinlichkeit in der Nähe explodierender Munition steigt. This is Prophet.
Danke. Ich muss mir jetzt so lange das anhören, bis der mich mehr angreift. Okay, danke schön. Sehr gut. Ich bin doch gar nicht Prophet, ich bin noch Alcatratze. Ohne Glatze, damit Glatze, was der mal Glatze hat. Ah, es wäre irgendwie schon schade, oder? Wenn wir die Grafikeffekte ausschalten, das sieht zu geil aus. Also, ich muss da echt gucken. Also, ich hoffe, das Spiel macht mir da jetzt keine Probleme. Aber ich weiß auch nicht, wie alt diese Informationen waren, ne? Wenn das schon irgendwo gepatcht ist oder so. Haben wir sie mal gucken. Achso, habe ich die irgendwo gedrückt. Oder nicht? Besser? Bestimmt. Okay, die Seth und alle die Aliens haben das. Okay, weil die sind. Das nennen sie einfach? Das sind Menschen. Das sind keine Menschen mehr. Das ist ein biologisches Risiko. Also gut, Schluss mit der Scheiße. Lancaster, überbrücken Sie die Kreuzung. Hicks, wir übernehmen das Diner. Roger. Tarnfeld aktiviert. Nachschub, ihr habt noch nie Granaten gehabt. Eins, zwei Mal antippen, Granate ausrüsten. Okay, okidoki. Nimm ich dich. Ja, nicht, man darf nicht wieder gestanden heute. Ja. Mir hat das Kehle-Aufschnitt-Virus ist ja dem befallen. Sind sie getroffen? Junge, haben die jetzt die Kehle aufgeschlitzt? Du Vollpfosten. Du bist doch ein Vollidiot. Sind sie getroffen? Nee, dem geht's gut, weißt du. Ich habe ihm eine Mandel-OP verpasst. Und dann Mann, er litt hart an Mandelschmerzen. Dem geht's super. Bin schneller als du. Genau. Falscher Alarm. Eine Kehle geschnitten, ein Knick gebrochen, falscher Alarm. Oh. Okay. Der irgendwie dumm, da der irgendwie dumm. Zwar falsch, ja, falscher Alarm. Wer kennt es nicht, dass man auf einmal so Soldaten, ne, auf einmal liegen die da mit Kehle durchgeschnitten. Das war falscher Alarm, wer kennt es nicht. Darf ich denn an dem vorbeigehen und nicht bei dem nicht blind. Okay, die schießen kurz auf mich, aber dann haben die keinen Bock mehr. Jetzt ist es so, bin. Das ist doof. Boah. Okay, noch mal wieder auf die Einwäsche. Okay, Nein. Nicht. Ja gut. Machen wir so. Ist ja ein Action-Spiel, ne? Also, Mist. Das ist... Ist ja ein Action-Spiel, Leute. Muss man auch umballern. Und gegebenenfalls nicht so dumm gewesen, die Stolz. Gegebenenfalls aber auch noch.
Hä? Achso, ich muss die extra auswählen. Achso. Das ist schon scheiße, ne? Wenn ihr mir, ja, wenn ihr mir jetzt in den Kindel lauft, habt ihr ein Problem. Naja. Das Leben ist hart, ne? Ich muss sie auf euch werfen. Wir sind halt kritisch. Was? Mensch, war da motiviert. Ja, der war motiviert, Leute. Ist ja gar nicht verreckt. Mensch. Ich sehe ihn ja, jeder weiß, wo ich bin, du Idiot. Von oben komm. Wo ist er denn? Wo denn? Wo bist du? Kannst du immer verstecken? Ey, bist du ein Wichser? Du bist leidenschaftlich Wichser, kann das sein? Er ist leidenschaftlich Wichser. Hi! Na? Wo sind deine Granaten jetzt? Hm? Da hat jemand noch ein paar Freunde mitgebracht, ja? Ja, er ist leidenschaftlich Wichser. Gewesen. So. So. Mann am Boden! Mann am Boden! Und jetzt? Hm? Was tust du jetzt in dieser Situation? Gar nichts. Du lernst fliegen! Geh auch ohne Red Bull! Ja. Ja, geh auch ohne Red Bull. Achso! Ach nö, jeder war Papier pissen können. Scheiße. Egal. Ach nie, Leute, ich hätte ihn verpissen können. Ich tat's nicht. Warum auch immer, weil ich ihn umbringen wollte. Mein Inner. Was? Also, du aber nicht hier, ne? Ach, da sind die jetzt alle. Hey, kurz Munition gehen? Danke. Ich wollte noch Muni haben. Wo ist denn hier Muni gewesen? Na, da. Da, jetzt hat er noch. Ich brauche etwas Munition. Hm? Oh, mega wieder lang. Wo sitzen wir lang? Wo komme ich aus dem Ziel? Affe geil. Ja, können wir auch rumballern. Hm. Ja, easy. Aber es gefällt mir. Okay, jetzt bin ich wie entdeckt worden. Jetzt wollen wir nicht mehr anfangen zu stealthen. Ich komm her. Ach Mist, ich wollte dich hier noch. Hast du ihm die Hände hochgemacht? Hast du jetzt endlich gedacht, ich hab mit dir Mitleid oder was? Und er schießt sich nicht oder wie? Vollidiot. Also schon für so viel Dummheit, da kann ich noch nichts tun, ne? Mach da die Hände hoch. Oh, ich mach die Hände hoch. Oh, dann werde ich bestimmt nicht erschossen. Nein, Pech gehabt. Was hast du denn schon? Kommen wir denn hier an, wenn wir nicht erschossen werden? Da spricht sich auch rum. Dann sagen sie alle, der feige Alcatraz. Der schießt uns hier eh nicht, wenn wir die Hände hochmachen. Da verliere ich mir guten Ruf. Nee.
da ist, das geht nicht. Dann mach, zeig mal einmal Gnade, Leute, dann tanzen sie dir auf die Nase rum. So ist es, Prophet, ja? Die U-Bahn war vermutlich nicht die beste Idee. Boah, ist hässlich. Ich ziehe Dutzende von Hitzesignaturen direkt unter ihnen. Seien Sie bloß vorsichtig. Okay. Muss ich das jetzt hinsetzen? Das ist ganz gesund. Ich habe alles Menschenmögliche getan. Ich habe mich um alle gekümmert. Und jetzt werde ich Gott ins Gesicht sehen. Auf sowas muss man vorbereitet sein. Sauber muss man sein. Vor allem innen drin. Und ich habe getan. Und das sind Dinge. Ah, dadurch kommt das Virus. Die haben so eine Art Mücken oder wie? Ah, ist ein Hautausschlag. Jesus, bitte, weiß. Ich glaube, ich habe mich verbissen. Glaubt die ganze Medienscheiße nicht, Leute. In dieser Stadt ist die Kacke am Dampfen. Und diese Arschlöcher mit ihren Zelllogos und ihren Gehaltschecks, die wir Steuerzahler bewilligt haben, sind nicht hier, um zu helfen. Sie sind hier, um Kontrolle auszuüben. Wir sind nicht mehr in Amerika. Das sind die Vereinigten Staaten von Mach, was ich sage, sonst passiert was. Hier ist Radio Free Manhattan. Danke. Holen sich Nahrung. Kann es halt sein, dass sie so sich auch Nahrung holen, so für ihre Babys oder so? Bin jetzt einmal im Kreis gelaufen. Ja. So, okay. Ich verpiss mich. Es ist ein Nest. Raus da, Prophet. Jupp. Gerne. Tschüss. Viel Spaß. Ich wollte eh raus. Terroristen, Mann. Muss so sein. So eine afrikanische Dschungelscheiße wie Ebola. Mit einem Sprühflugzeug oder so. Sehen Sie mich an. Na los! Die greifen auch an, die Viecher. Alter, das ist ja... Okay, also ich schätze mal, dann haben die ihre Gene daran, ihr Virus. Neue Musik freigeschaltet, ja schön. Oder ist es nachher, dass man das nachher angucken kann? Fange feindliche Übertragung an. Hier ist Commander Lockhart an alle Cell-Mitarbeiter. Unsere Versuche, den Zellzusammenbruch bei den Infizierten umzukehren, sind erfolglos geblieben. Evakuierung ist keine Option mehr. In der ganzen Stadt gilt ab jetzt beim geringsten Verdacht auf Infektion Schießbefehl. Außerdem ist das Nano-Suit-Subjekt Prophet ebenfalls als aktives biologisches Risiko zu betrachten. Prophet muss bei Sichtung erschossen werden.